Hey Skatfreunde, willkommen zu einer neuen Runde Rocket. Und es muss ein bisschen was passieren jetzt. Ich habe in dieser Woche ein paar Mal richtig auf den Helm bekommen, Grang ohne 4 verloren, 0 zu 3 eine Liste abgeschlossen. Also es ist noch gar nicht zusammengelaufen. Und jetzt schauen wir mal, ob das vor Publikum besser geht. Also, erste Karte hier in Mittelhand. Naja, ein bisschen dünn, aber für Rocket-Verhältnisse natürlich ein echter Riese. Also 0 werde ich da auf keinen Fall mehr anschauen. Und dann finde ich doch hier Karo Bube und Herz 10. Und in Vorhand war nur die 18 und in Hinterhand nur der 0. Also das riecht doch nach verteilten Buben. Und dann drücke ich einfach 10 Augen und mache den Grang hier los. Und in allerbester Manier jetzt mit 24 liegen. Ja, man könnte über die Dörfer gehen, aber dann kann es auch ein bisschen knapp werden. Außerdem war der einfache Plan ja verteilte Jungs und der Schneider winkt auch irgendwo. Also Junge raus und dann mal gucken und da ist das Spiel schon im ganz sicheren Hafen. So, wie kann jetzt am ehesten der Schneider funktionieren, wo hinten Kreuz abgeworfen wird? Jetzt hier mal ein kleiner Kreuz-König-Dummbatz-Zug. Nee, da passiert nichts. Rechts, Spieler 2 ist Karo frei. Dann kann ich hier auch direkt mit meiner Schwäche in Karo antreten und na siehst du, 21 gefallen, Rest bei mir. Grang ohne zwei Schneider, so einfach ist das Spiel, wenn mal alles rund läuft. Guter Start soll aber noch nichts heißen. Demnächst fing ich auch mit 1 zu 0 an und das war es dann auch. Also ein solides Fundament und jetzt mal weiterschauen. Hier natürlich in Vorhand gleich gar nichts. Das ist auch kein Null, das ist einfach nur Grütze. So, Spieler 1 ist sich gerade noch einen Kaffee holen gegangen. Jetzt ist er wieder da. Und jetzt geht es auch los mit den beiden. Vierundzwanzig von meinem Partner aus Hinterhand. Also der hat vielleicht ein bisschen was, braucht er auch, wenn ich mir so mein Blatt anschaue. Also ich alleine werde hier kein Spiel umbiegen. Nun erste Überraschung gegen die 24er Reizung wird Kreuz gespielt. Gut, greife ich hier mal in die Karo 10 zu dritt und das war immerhin schon mal ein Treffer. Gleich die Stechfarbe gefunden. So, jetzt ist natürlich schon die Überlegung, Karo weiter mit zwei Trümpfen. Also wenn jetzt mein Partner nur noch das Karo Ass hat, wenn vielleicht zwei Karos gedrückt sind und mein Partner vielleicht vier Trümpfe hat, was in diesem Trumpfstich schon zumindest so die Möglichkeit ist. Weil wenn beide Trumpfvollen beim Alleinspieler stehen, wird es vielleicht auch schwer. Na, ich weiß nicht. Ich wechsle jetzt mal hier auf die Farbe, versuche was frei zu spielen. Ja, das war dann natürlich auch nicht so schön. Stechfarbe zwar gefunden, aber mein Partner in Trumpf gekürzt und jetzt kommt leider Karo König hinterher mit Abwurf Pik Lusche. Da wäre natürlich besser direkt Herz hinterhergekommen, denn jetzt konnte der Alleinspieler auf vier Augen günstig seine Pik Lusche abschmeißen. Das heißt, das Karo Ass werde ich jetzt wohl nicht mehr unterbringen. Ja, da geht es hin und insofern sind wir jetzt ziemlich gut aus dem Schneider mit 52, aber mehr hat dann nicht sollen sein. So, drittes Spiel, da habe ich doch wieder einen Ansatz, allerdings natürlich auch nicht gerade ein Riesenspiel. Also für 20 oder 22 müsste man dann an sich ans Spiel kommen. Komme ich nicht, sogar den 0 habe ich hier noch geboten, schon ein bisschen frivol und dann aber doch Muffensausen bekommen. Ja, müsste man schon zwingend irgendwas im Kreuz dazu finden oder einen Buben, also doch noch ein bisschen zu früh am Tag, um hier auf 100% Risiko zu gehen. Mittelhand spielt jetzt den Grang. Wenn das kein gutes Spiel ist, dann kann es natürlich auch spannend werden, wo ich hier die Vollen in Pik und Herz habe. Mein Partner trifft erstmal meinen Ass, das ist schon mal gut. Und ja, Pik weiter, eine Idee, dann ist der Volle allerdings weg. Dann lieber, wenn ich schon noch einen Vollen auf den Tisch lege, in Herz die Farbe klären ein bisschen, auch für meinen Partner. Vielleicht hat der Alleinspieler auch noch einen. Nein, hat er nicht.
Ah, und er hat auch drei Jungs, also ganz so schlecht ist der Gang nicht. Karo Ass offensichtlich auch bei ihm, sonst wäre die Karo 10 hier nicht gebimmelt worden. Ja, dann versenken wir hier mal die Pik 10 schon mal. Die Musik wird, wenn dann, in Kreuz noch spielen, aber das sehen wir hier auch da. Spielt die Musik jedenfalls nicht für uns und nicht auf unserer Seite. Also der Gang war zu gut, den konnten wir nicht schlagen. Da ist mir dann dieses Blatt fast schon wieder lieber als das davor, denn da kann ich ja nun wirklich mit ganz ruhigem Gewissen sofort die Flinte ins Korn werfen. Das ist nie im Leben sind das 18. Die Nullreizung von Hinterhand macht mir jetzt auch nicht unbedingt Hoffnung und da wird auch wieder ein Gang gespielt, diesmal von Spieler 2. Erneut von Spieler 2, so muss ich wohl sagen. Und die Jungs kommen schon mal. Ja, wenn jetzt noch was geht, dann sind wir wahrscheinlich in einem anderen Spiel. Zwei Buben, viermal Kreuz. Also ich vermute stark, dass er zwei Buben hatte. Sonst hätte mein Partner zwischendrin wohl irgendwann schon mal gestochen. Ja, dann noch die drei Karos dabei und das Herz Ass, also ein Schneidergang, wie er im Buche steht, Spieler 2 zieht ein wenig davon. Jetzt aber in Vorhand, nun bin ich wieder dran. 5 volle mit Kreuz Bube. 20 kann ich drücken in Kreuz und Pik, je nachdem, was ich finde, natürlich vielleicht auch was anderes, aber das Spiel geht mir jedenfalls nicht vom Tisch. Und die Findung mit Pik König und Karo Dame ist jetzt natürlich nicht besonders. Mittelhand hat auch den Herz gereizt, aber 20 im Keller, der Gang sieht gar nicht so schlecht aus. Übel wäre natürlich, wenn Karo frei steht, dann bricht mir hier meine Beikarte ein bisschen auseinander. Ist aber nicht der Fall. Und jetzt, wo hier der Karo König von Spieler 1 noch mit bedient wird, bin ich mit dem Herz Ass schon zu Hause. Also dann machen wir den Vortrag auch ganz einfach und schnörkellos, denn ein Schneider ist natürlich nicht drin, in keinem Fall. Dazu fehlen mir dann schließlich noch ein Bube und zwei Asse. 4, 5 Abgabestiche. Gut, ich gebe hier einfach auf, das kürzen wir ein bisschen ab, gucken wir uns die nächsten Spiele an. Vielleicht wird es wieder etwas spannender. So, ein Herzspiel von Spieler 1. Hier gleich im ersten Stich Entscheidung. Rausnehmen oder tauchen? Tauchen, einen Buben traue ich natürlich meinem Partner noch zu, sonst wäre wahrscheinlich ein Bube rausgekommen. Tauchen kann aber gefährlich sein. Es könnte mein Ass nachher in Gefahr kommen. Außerdem habe ich den Spieler doch lieber in Mittelhand. Und deswegen nehme ich hier raus, hoffe mal, dass mein Partner gleich mit dem dunklen Buben noch einen Stich macht. Aber das ist hier nicht der Fall, er hat nur den Karo-Buben. Also der Spieler an der 1 hat aus den 5 Trümpfern mit dem Mittelbuben in klein ausgespielt. Das ist erstmal ein guter Zug, sieht man links auch gar nicht so häufig. Und jetzt werde ich wohl gleich diesen Stich rausnehmen in die Trumpf. Damit kann ich gut zurückspielen. Pik 10 ist vielleicht noch unterwegs und ansonsten müssen wir einfach hoffen, dass der Alleinspieler jetzt noch eine kleine Schwäche in seiner Beikarte hat. Trumpf ist jetzt zumindest alle. Wenn er jetzt nicht gerade auf Kreuz Ass 10 Lusche und Karo Ass oder Kreuz Ass 10 Dritt und Karo Ass steht, dann wird er natürlich noch einen Stich abgeben. Gut, wenn er kann es versuchen, ein bisschen zu kontrollieren, wenn er noch ein Problem hat. Karo Ass unter durch, aber dann läuft er immer auch in der Gefahr, dass der Spieler, der noch Pik hat, an den Stich kommt. Aber er hat tatsächlich Kreuz Ass 10 zu dritt und das Karo Ass, also kein Stich mehr für uns. Und so stehen wir hier nach 6 Spielen alle 2 zu 0. Spieler 2 und ich mit 2 Grangs, Spieler 1 noch ein bisschen weniger Spielaugen, aber es ist noch alles offen, es ist noch gar nichts entschieden, noch nicht mal eine Vorentscheidung ist gefallen. Ja, die Karte bisher dankbar, muss ich sagen. Entweder sehr stark, sodass sie auch rankommen, oder gar nichts. Da kann ich zumindest beim Reizen schon mal nicht viel falsch machen. Und jetzt wird hier gespielt Kreuzhand. Und der erste Stich verrät natürlich schon eine Menge. Karo Ass liegt ganz offensichtlich im Stock. Und
Herz 10, Herz 10. Das ist jetzt natürlich irgendwo merkwürdig, dass mein Partner jetzt, nachdem er den blanken Karo gelöst hat und Pik Abwurf war, die Herz 10 aufs Deck bringt. Was soll der Alleinspieler schon haben, wenn er keinen Karo hat und Pik abgeschmissen hat? Er muss ja die Handvoll Herz haben. Und Karo Bube auch noch. Und sie war auch nicht blank, da war eben noch die Herz 8. Also diesen Zug von Spieler 2, der ist unverständlich, muss ich sagen. Es hätte durchaus ein bisschen knapp werden können, dieses Spiel, glaube ich. Herz Ass, König, Doppellusche, bei nur 5 Trümpfen in der Beikarte, trotzdem Karo Ass, was schläft, wenn dann erstmal Pik Lusche gekommen wäre. Hätte ein bisschen Musik in diesem Spiel drin sein können, trotz gleichmäßigen Trumpfverteilung. Aber so ist es nicht gekommen. Leicht gewonnen und Spieler 1 zieht weiter und bekommt das nächste Spiel. Ja, 20 habe ich hier noch gehalten, aber gegen die 22, wenn überhaupt, dann ja auch nur der Pik. Das wird sehr dünn, das wird sehr gefährlich. So, 0 wird gespielt. Erstmal blank raus und jetzt, ja, was spielen wir? Herzlusche oder Kreuzlusche? Auf jeden Fall eine 8, wo wir das Spiel vielleicht direkt schon schlagen können. Und ansonsten habe ich mich jetzt hier für Kreuz entschieden, damit ich es auf Karo noch abtragen kann. Es geht aber nur einmal. Jetzt fliegt Herz Bube weg. Ich fürchte, damit ist die Idee hier geplatzt. Das wäre wohl die Chance gewesen, auf Herz 7 Bube möglicherweise das Spiel zu schlagen. Dann hätte mein Partner aber die Farbe wechseln müssen. Jetzt geht nichts mehr. Dreimal Karo noch, würde ich sagen, und naja, Pik 9 vielleicht, aber eher wohl die Pik 8. Auf jeden Fall dreimal Karo noch, das ist klar, deswegen muss ich es hier mit der Pik 7 jetzt auch versuchen. Ich habe noch mal kurz drüber nachgedacht. Hat mein Partner vielleicht noch Karo in der Hand? Nein, das kann nicht sein. Es müssen die restlichen Karos noch beim Alleinspieler stehen und dann können wir den 0 jetzt hier nicht schlagen, zumindest nicht so. Unglücklich angefasst. Von mir sicher auch, von meinem Partner schlecht fortgesetzt. Aber jetzt schaut es euch an, dann fokussieren wir uns lieber wieder auf die guten Nachrichten. Und das war zwar keine schöne Findung, aber natürlich geht dieses Ding bei 18 hier als Grang los mit einer riesen Schneiderschance, sofern die Jungs verteilt sind. Und ansonsten natürlich immer noch die Chance, dass ich hier eingespielt werde rechtzeitig in meine Vollen oder dass der Mann mit den Buben bedienen muss. Na, und da kommt auch Herz auf den Tisch. Und schon habe ich Rest. Grang mit zwei Schneider. So kann es gehen. Ein paar Mal nichts, dann gleich wieder ein 96er und noch ein hinterher. Na, seht ihr wohl. Deswegen liebe ich das Spiel so und deswegen spielt der eine andere auch nicht so gerne mit mir. Da kommen die Buben manchmal in Paketen angeflogen. Und naja, jetzt wollen wir erstmal hier schauen. Ich bin ja noch gar nicht Besitzer, aber ich bin zuversichtlich, dass ich rankomme. Zur Not werde ich hier auch. Na, da ist es doch passiert. Da bin ich doch schon dran. Also zur Not hätte ich hier wohl auch keine Hand mitgemacht, wenn es denn hätte sein müssen. Aber so schaue ich rein, kann Karo 10 drücken. Damit sind 4 Volle schon ziemlich sicher kontrolliert. Also einen Vollen brauche ich noch, den werde ich ja wohl bekommen. Pik 10 oder einen Kreuzvollen. Das sah ja jetzt einen kleinen Moment erst verdächtig aus mit der Pik 10 im Aufschlag, aber es wurde nicht gestochen und damit ist das Spiel schon sicher gewonnen. Können wir gerade gucken, ob noch irgendwie Schneider geht. 22 liegen. Schade jetzt natürlich, dass ich die Karo 10 im Keller habe, aber das war aus Sicherheitsgründen schon nötig. Herz steht jetzt auch zu dritt und jetzt habe ich noch so eine kleine Schneiderchance, wenn jetzt hier das Karo-Bild gewimmelt wird. Das könnte ja mal passieren, das weiß ja vielleicht Spieler 2 auch nicht, was damit ist. Und insofern habe ich auch darauf verzichtet, mir hier die eine Karolusche hochzuspielen und lieber diesen Weg gegangen. Aber es klappt nicht, es fällt nur die Kreuzdame. Und damit kann ich zwar diesen dicken Stich noch machen, aber es ist noch der Karo-König draußen. Also nur gewonnen der Grang. Und jetzt stehe ich aber sehr gut plötzlich nach diesem Doppelschlag. 488 und noch 2 Spiele zu laufen. Am Tisch sieht es erstmal gut aus, damit diese Liste mich wirklich voranbringt. Wäre natürlich ein gutes Spiel noch nett, noch wünschenswert, noch sehr erfreulich. Das Spiel 11, ihr seht es, ist es jedenfalls nicht. Spieler 2 spielt Pik.
Langer Weg, kürzere Farbe. Herz kann ich natürlich auch ausspielen, aber wenn dann das Ass bei meinem Partner sitzt, ist es schnell weg. Und mit Karo will ich mir selber erstmal im Zweifel die Optionen offen halten, noch zu schnippeln, zu sehen, was da los ist. Also mit Kreuz ein ganz gutes Anspiel. Und selbst wenn ich hier den Spieler zweimal in Ass 10 getroffen habe, der Doppelläufer stand sowieso. Das heißt, da ist auch nicht viel kaputt gegangen, außer dass sich die Karte schon ein bisschen klärt. Nun steht aber doch alles aalglatt, ziemlich rund. Von daher wird es wohl auch in diesem Spiel nichts. Nein, Trumpf stark ist er auch noch. Also, das ist schon Rest. Sind wir sogar noch Schneider. Ja, interessant. Nach Spiel 11, also viel umgewogen haben wir nicht. Genau genommen gar keins. Spieler 1 und Spieler 2 stehen beide gleich auf 327, aber das ist ja gar nicht so interessant. Ich stehe auf 488 und jetzt noch einmal Daumen drücken für das letzte Spiel. Da muss jetzt noch mal einmal was rauspurzeln. Und ja, das sieht zumindest ganz gut aus. Ein Rollmops zwar, aber natürlich mit zwei Assen und zwei Zehnen. Und wenig Luschen, also, und ich komme für 18 ran. Jawohl, Kreuz, Bube im Skat. Dann haben wir hier nochmal einen schönen Gang. Jetzt nur nochmal schauen, wie sind denn am ehesten, wie könnten am ehesten die Schneiderchancen sein? Ich drücke hier mal 14 und spiele den Gang. Dann soll es idealerweise nur zwei Stiche geben: einen in Pik, einen in Kreuz. Schade, Pik Ass kommt gleich raus. Das ist natürlich nicht so schön für mich hier. Immerhin gut, dass ich die Pik 10 im Keller habe. Schade, dass ich Kreuz 10 nicht auch gedrückt habe. Da steche ich jetzt über und jetzt gucken wir mal, ob. Nee. Obwohl ich nur einen Pik habe, kommen die Jungs nicht auf die Idee, dass ich auch nur ein Kreuz haben könnte. Da wird geschnippelt auf Teufel komm raus. Na gut, war auch richtig, habt ihr richtig gespielt. Dann seid ihr aus dem Schneider. Ja, hier, dann könnt ihr die Karo Dame auch noch haben. Rest jetzt bei mir. Und ja, Mensch, also vor Publikum geht es ja irgendwie viel besser als im stillen, im dunklen Kämmerlein. Das ist jetzt ein sehr schönes Ergebnis geworden. 5 zu 0 und kein einziges Farbspiel. Ich habe allen Ernstes nur Grands gespielt und schließe hier mit 610 die Liste ab. Das ist doch schon ein schöner Baustein für die Wochenmission. Dann schauen wir zum Abschluss noch mal einmal, wer hier überhaupt meine Gegner waren. Das war ja ein ganz sauberer Skat, bis auf die eine Geschichte mit der Herz 10. Und da haben wir es: Bieber und Dive, zwei sehr starke Spieler. Da kann ich mich freuen, dass ich so schöne Karten hatte. Und dann schauen wir auch noch mal auf die Turnierergebnisse, wie es tatsächlich ausgegangen ist. Wofür haben meine 610 gereicht? Für den zweiten immerhin ein paar Euros Cashback und wie gesagt ein ganz schönes Ergebnis für die Wochenmission.